wetten, dass Hans-Jürgen Filipowski und sein Team eine Telefonzelle auf 4 Macaroni stellen können. Männer, bitte jeder eine Nudel. Eine ist angebissen, Vorsicht, das ist die kurze. So. Bitte schön. Ach, wunderbar. Der Mann hat einen Blick. Das war unsere beste. So. Noch eine Nudel. 4 Nudeln. Denn wichtig ist natürlich auch, gleich groß sind die Dinger. Sonst hat es ja keinen Wert, steht die Zelle ja schief. Geht's euch gut? Fühlt ihr euch wohl? Klasse. Keine Erkrankungen irgendwelcher Art? Nein. Du, na, bitte nicht. Ich bin heiser. Heiser. Das müsste gehen. Er gibt die Kommandos. Bitte an die Zelle. Ich darf mich dieser Nudeln hier entledigen. So. Ja. Nochmal, Moment, ganz kurz zur Zeit. Die Aktion dauert 5 Minuten. Innerhalb dieser 5 Minuten muss die Telefonzelle auf den Nudeln stehen. Und dann muss diese Telefonzelle 5 Sekunden auf den Nudeln stehen bleiben. Die zweite Uhr mit den 5 Sekunden wird dann gestartet, wenn du mir freundlicherweise das Kommando gibst. Wie heißt das Kommando? Steht. Zelle steht. Und dann 5 Sekunden, dann kracht sowieso. Länger halt auch die beste Nudel nicht durch. Sind wir soweit? Okay, Jungs, seid ihr? Jungs, seid ihr bereit? Drück euch die Daumen. Wir sind bereit. Top, die Wette gilt. Okay, also langsam auf Lichtspalt gehen. Das sind Eishockey-Pucks, die da untergelegt sind. Und das sind offensichtlich so hydraulische Wagenheber, die jetzt ganz langsam abgesenkt werden. Alles klar. Es geht darum, jetzt diese Zelle nun millimetergenau abzusenken. Die Nudel in die Blut des Puckes. Ich bin drauf, alles klar. Michael, du bist noch nicht auf dem Weg. Ist gut. Jo. Gut. Klaus. Okay. Stimmung im Team ist gut. Ja. Richtig, Michael, gut. Okay. Bei mir ist gut. Jetzt geht man so langsam alle auf Druck. Die Herrschaften gehen auf gleich Druck. Achtet auf euren Gegenüber. Achtet auf euer Gegenüber. Druck ist da? Bei mir ist Druck. Mit dem Puck ein bisschen nach vorne, glaube ich. Ich würde langsam die Finger rausnehmen, Freunde. Bisschen. Ein bisschen höher, glaube ich. Jetzt passt auf, ja, etwas. Ist gut. Ihr müsst hinten. Meine ist gut. Gut? Ja, ihr müsst jetzt hinten etwas tiefer kommen, weil die vorne sind schon etwas. Moment. Ist gut. Jetzt geht alle noch ein Stückchen. Ja, ich. Jetzt. Stückchen. Geht alle noch ein Stückchen. Ja, wir gehen gucken. Ja, langsam, gut. Langsam. Nur nicht, nur nicht. Jetzt. Etwas noch tiefer. Ich bin fast drauf. Jürgen, du musst etwas tiefer. Ich bin drauf. Dreht auf. Weg. So, steht 5 Sekunden, läuft. Nein. Und. 3, 4, 5. Ja! Ich stehe immer noch, Freunde. Also. Wetten, dass Alfred Fitz, kommt aus Österreich, mit seinem Ice Speedway Motorrad eine Bobbahn schneller hochfahren kann als ein Zweierbob der deutschen Nationalmannschaft diese Bahn herunterfährt. Hier ist der Meister, der mit diesem Motorrad nun diese Reise antreten wird. Der Herr, der neben ihm steht, den kennen Sie. Ich begrüße Sie ganz herzlich, unseren Moderator in Winterberg am Start für das Motorrad, Hans-Jürgen Bäumler. Hans-Jürgen, grüß dich. Hallo, guten Abend. Servus, Tommy. Ja, hier stehen wir. Und hier ist eine Menge los. Ich kann nur sagen, Regen von oben, Eis von unten und Wind von allen Seiten. Aber es wird sich lohnen. Alfred Fitz ist neben mir. Und was er macht, das haben Sie schon gehört. Ich habe auf Eis schon viel erlebt. Das noch nicht. Er ist Tiroler. Er ist scheinbar ein lustiger Tiroler. Oder wie kommt man sonst auf eine solche doch etwas verrückte Wette? Ja, nach dem Training, was wir im Konditionstraining haben vom Motocross, haben wir, was ich sag, mit Bobfahrer zusammengesessen und dann haben sie gerade ein Formtief gehabt. Und sie haben gesagt,
ja, es läuft nicht richtig und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre schneller die Bobbahn hoch wie er runter mit dem Bob, nicht mit der Motocross-Maschine. Nicht? Und so ist das entstanden. Ist denn diese Maschine jetzt speziell bobbahnmäßig ausgerüstet? Nein, ist eine serienmäßige Motocross-Maschine und ist mit Spike bestückt. Ja, also die schauen wir uns gleich mal an. Hier sind Spikes zu sehen. Und er hat mir erzählt, er macht die Spike-Reifen selbst. Wie geht das bitte? Ja, da werden 150er-Nägel eingeschlagen von innen. Mhm. Und dann werden sie abgeschnitten auf die Länge. Und dann werden sie in einen gewissen Winkel zugeschliffen. Der Bob fährt mit ca. 80 Stundenkilometern im Schnitt die Bobbahn runter und erreicht 120 Stundenkilometer. Wo sehen Sie Ihre Chance überhaupt zu gewinnen? Ja, die Chance ist, durch die Gleichmäßigkeit der Kurven zu fahren. Und Patti sagt, dass ich eine tiefere Linie fahre wie der Bob. Und durch das kann ich ein Stück Weg auch wieder gut machen. Und Patti sagt, eben in der Gleichmäßigkeit. Also er kann natürlich weitaus schneller starten als der Bob, das ist klar. Und wenn er unter der Bob-Linie fährt, hat er sich ausgerechnet, kann er bis zu 30, 40 Metern sparen. Ich kann nur sagen, ich bin neugierig. Es ist kein Hasardeur. Er ist der Speedway-Fahrer gewesen. Er ist vorbereitet. Er hat sich und die Maschine voll im Griff. Er ist auch gepolstert im Falle eines Falles. Und natürlich fährt er danach mit Helm. Aber ich sage jetzt schon mal toi, toi, toi. Ich finde das fast unglaublich, was Sie machen. Und das muss man auch noch mal betonen. Es ist zum ersten Mal, dass ein Mensch auf einem Motorrad eine vereiste Bobbahn hinauffährt. Also, ich kann Ihnen nur versprechen, viel Vergnügen. Wir schalten jetzt zum Start für den Bob. Erst haben wir gedacht, wir machen das gleichzeitig. Aber dann haben wir gedacht, dann kreuzen Sie sich irgendwo und wer weiß, mit dem Ausweichen. Deswegen machen wir es der Reihe nach. Wir lassen erst den Bob nach unten und dann ihn nach oben fahren. Start also jetzt von Erhard Keller. Ja, wir sind fertig Top, in Winterberg. Die Wette gilt. Der Bob, 200 Kilo schwer mit Seillenkung. Die Fahrer sind bereit. Ich gebe das Kommando. Achtung, fertig. Los, ihr könnt starten. Und jetzt. Sie sind unterwegs. Fahren natürlich die typische Bob-Linie an den Außenkanten. Nebel und doch relativ schlechtes Wetter. Das heißt, die Bahn ist nicht ganz so schnell für den Bob. Das gibt unsere Motorradchancen. Sie hängen aber doch ziemlich weit unten. Also so viel Platz verschenken Sie gar nicht. Und jetzt die Zielgerade. Da holpern Sie rein. 1:02:06. 1:02:06. Eine gute Minute also für den Bob. Ja. 1:02:06. Gegen die Zeit tritt Alfred Fitz an. Du bist optimal vorbereitet. So, und jetzt die Zähne aufeinander, damit nichts klappert. Auf die Plätze, fertig! Moment, Achtung! Moment, ich sage erst Ruhe, top, die Wette gilt. Tommy, du wirst überziehen. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Und er ist in der Bahn, ab dem Start läuft die Zeit. Sie läuft ab dem Startpunkt und jetzt läuft sie. Das ist also die vergleichbare Zeit. So. Er sieht gefährlich aus. Er ist in der Bahn, hat einen Heidenzahn drauf. Da zittert man jetzt doch. Auf den Geraden kann er ein bisschen was gut machen. Und in den Kurven dann seinen entscheidenden Vorteil rausfahren. Er geht aber auch ziemlich hoch auf. 47, 48 Sekunden. Wir haben jetzt keine Vergleichszeit, wie weit er ist. Jetzt ist er auf der Höhe, er ist oben! Bei der ersten Wette heißt es schon gut aufpassen, denn da gibt es nämlich einen Menschen, der behauptet, er könnte sich innerhalb von einer Stunde eine 600-stellige Zahl einprägen. Kannst du dir eine 600-stellige Zahl vorstellen? Das ja, vorstellen, noch nicht mal geschrieben. Eine Zentillion, also braucht man eigentlich selten so im täglichen Leben. Dieser
Mensch sagt, ich setze mich eine Stunde hin, schau mir diese Zahl an, die hier draufsteht, so lang ist sie. Es geht nicht, ich habe nicht so lange Arme. Und nach einer Stunde sage ich diese Zahl auf. Es scheint mir fast unmöglich, er behauptet, dass es möglich ist. Herzlich willkommen, Hans Berchtold. Hans. Guten Abend. Hans Berchtold kommt aus der Schweiz. Hans, was bist du vom Beruf? Ich bin Lehrer. Welches Fach ist? Mathematik. Mathematiklehrer. Mein Lieblingsfach. Mein Lieblingsfach. Ja. Er muss es mir antun. Aber er ist offensichtlich ein anderer Mathematiklehrer als die anderen, denn du hast offensichtlich Sinn für Spielereien. Das ist ja eigentlich eine Spielerei. Das ist es, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn wir jetzt sehen, wie lang diese Zahl ist, dann können sich wahrscheinlich unsere Zuschauer das auch kaum vorstellen. Wir haben diese Zahl aus einem ZDF-Computer. Der steht da und macht große Zahlen. Wir haben diese Zahl von diesem Computer auswerfen lassen. Ich habe hier eine Abschrift. Und ich darf jetzt die Kollegen bitten, die Glückszahlen von heute bitte absenken. Das ist die Zahl. Die Zahl ist ungefähr 35 Meter lang, ist nach dem Zufallsprinzip entstanden. Und du behauptest, und ich wiederhole das noch einmal, du merkst dir innerhalb einer Stunde diese gesamte Zahl und welche Stelle, welchen Teil wir auch abrufen, du sagst ihm. Ich gebe sie dir mit und wir gehen gemeinsam in dieses Häuschen. Dort wird sich der Hans eine Stunde auf diese Zahl konzentrieren, beziehungsweise ein bisschen länger als eine Stunde, weil wir das mit der Sendung ja nicht ganz so auf die Minute hinkriegen wollen. Er hat ein Europax dabei, dass er sich konzentrieren kann und wird diesen Kopfhörer aufsetzen, rollt sich diese Zahl aus. Ich lass dich allein und wünsche dir alles Gute. Bis dann. Okay. Es ist ja fast unglaublich, dass das klappen soll. Wir wünschen es. Und lass ihn erstmal hier sitzen. So, dann darf ich dich bitten, Platz zu nehmen. Folgendermaßen. Er wird natürlich jetzt diese Zahl hier oben nicht sehen können. Wir achten darauf, dass hier keine Spiegel oder irgendwelche anderen Trickmöglichkeiten sind. Hier haben wir natürlich wieder unsere berühmte Ansaugbrille. Nicht, dass du denkst, die Quälerei in der Hitze war das Einzige. Jetzt würde ich dich bitten, diese Brille aufzusetzen. Und zwar so, dass wir uns beide vom Sitz dieser Brille überzeugen können. Lass mal gucken. Nichts. Nein. Also da ist nichts durchzusehen. Die Brille sitzt ganz eng auf. Und wir machen jetzt Folgendes. Diese Zahl mit 599 Stellen. 600. Also 600. 600. Wollen wir nicht kleinig sein. Mit 600 Stellen, ich wollte dir eine ersparen. Mit diesen 600 Stellen wird von uns jetzt abgefragt. Ich würde den ersten Versuch machen, indem ich sage, Hans, nenne mir bitte von dieser Zahl erstmal drei Ziffern. Und zwar die 110., die 115. und die 117. Die erste von vier Fragen. Die 110. ist 1. Jetzt, was hast du gesagt? Die 115. 115. Die 115. ist 1. Ja. Und was noch? Was noch? Was war die letzte? Weiß ich nicht mehr. Sag ich mal die 118. Ich weiß nicht mehr. Weißt du mal, was ich gesagt habe? Die 117. Die 117. Die 117. Vier. Vier. So. Dieses. Entschuldigung, stört dich der Beifall zwischendurch? Nein. Nein. Oh, nein. Bitte. Dieses war die Aufwärmphase. Wir kommen zur Phase Nummer zwei. Ich darf den Michael vielleicht bitten. Michael, eine ganz bestimmte Ziffer zwischen 1 und 600. Hans wird dann die 10 nächsten Ziffer nennen. 273. Bei der 273. Stelle bitte einsetzen und 10 Ziffern nennen. Also die 273. Ja. Das ist eine 7. Ja.
Dann kommt. Jetzt lass dir die 10 sagen. Jetzt nicht, ja. Jetzt, jetzt nicht. Jetzt 3, 3, 4. Entschuldigung? Nochmal, nochmal. Also, die 273. war die 7, das stimmt. Weiter. 7. Ja, nein, jetzt stimmt's nicht. Jetzt heißt es 3, 4, 4, wollte ich sagen. Weiter, ja. Dann 2, 8, 2. Ja. 3, 9, 1. 4, 8, 4. Bravo. So, jetzt darf ich einen unserer Fotografen hier, darf ich dich mal freundlicherweise zu uns bitten? Ein Fotograf, könnt ihr auch noch mal überzeugen, hier sitzt er mit seiner geschlossenen Brille. Es gibt also keine Möglichkeit, hier in irgendeiner Form etwas zu spiegeln. Er wird jetzt Folgendes versuchen. Er wird wieder 10 Stellen sagen, allerdings rückwärts. An welcher Stelle soll er einsetzen? Meine Lieblingszahl ist die 333. 333. Stelle, bitte bis zur 323., aber in umgekehrter Reihenfolge. 333. Stelle. Ja. 4, 5, 3. Sieben, sieben, sechs. Sieben, vier, acht. Sechs, acht, sieben. Wahnsinn! So. Darf ich jetzt bitte vielleicht in der zweiten Reihe den Herrn bitten, der mit der braunen Jacke, der gerade klatscht, ja? Er wird 100 Stellen. 100 Stellen am Stück. Das ist die letzte Aufgabe. Wenn er das geschafft hat, wollen wir es gut sein lassen. Von welcher Stelle bitte soll er anfangen? 150. Von der 150. Position. Dankeschön. Also Hans, 150 bitte. Bis. Von der 150. Position bis 240. Bis 249. Okay. So, Konzentration, ja, bitte Ruhe. Muss einen richtigen Einstieg finden da. Ja. Also die 150. ist eine 2. Richtig. Dann und jetzt bitte. 908, 154, 878, 215, 832, 231, 7, 8, 6, 5, 8, 7, 6, 4, 8, 5, 5, 6, 4, 9, 5, 2, 0, 5, 4, 1, 8, 0, 7, 2, 9, 9, 8, 8, 2, 1, 3, 8, 8, 2, 9, 6, 0, 2, 8, 9, 8, 4, 3, 4, 2, 9, 3, 9, 8, 5, 1, 1, 3, 1, 8, 9, 5, 2, 3, 5, 1, 9, 0, 7, 7, 3. Entschuldigung, wiederholen, du kannst wiederholen. Ja. Die 233. Also wir waren recht, 1, 9, 0, 7. 1, 9, 0, habe ich gesagt, ja. Ja. Ah. Ich habe mich verschwatzt. 733. Na bitte. 733. Ja, ja, ist klar. Ist klar. 733. Jetzt kommt 674. 792. 891. 033.
1, 2, 7. Wahnsinn. So. Wie macht man sowas? Wie lernt man eine 600-stellige Zahl? Ja, also es ist so, ich lerne diese Zahl nicht als so wie auf einer Fotografie, sondern ich übersetze diese Zahl in eine Bildergeschichte, also sozusagen ein Märchen, ja, für Erwachsene. Es ist so, ich habe mir 100 Plätze in Zürich nummeriert und ich mache eine Reise. Ja. Durch diese Plätze. Ich beginne bei mir in der Wohnung und dann geht es auf meinen Schulweg, auf Ausflugsorte und so. Und jeden fünften Platz kenne ich mit Nummer auswendig. Und die anderen suche ich dann dazwischen. Und nun, zu jedem Platz gehören 6 Ziffern. Mhm. Jetzt jede dreistellige Ziffer übersetze ich in ein Bild. Ah, so geht's ja. Zum Beispiel. Ist ganz einfach. Ja, ja, das oder? 725, das ist zum Beispiel ein Nashorn. Das kommt jetzt nicht vor da. Nein, 760. Jetzt zeig uns doch bitte mal einfach nochmal auf diesen Streifen, das würde mich jetzt interessieren, ein Stück von diesem Band. So, was ist 724? 724, das ist meine Schwester, die mein kleines Kind trägt. Also es ist unglaublich. Bist du ein Genie, ein Rechengenie? Nein, Genie ist bestimmt das falsche Wort. Ja, aber Genie ist eine Stufe höher. Wenn du mich als Gedächtniskünstler bezeichnen würdest, wäre das schon sehr schmeichelhaft. Sagen wir Gedächtnisspieler. Nein, ein Gedächtniskünstler. Da sind wir großzügig. Wetten das, Bernd Braun und Ralf Jammerzheim. Eine in der Mitte durchgesägte Holzbrücke. So lange waagrecht halten können, bis eine 50 Mann starke Dudelsackgruppe im Gleichschritt hinübermarschiert ist. Ich stelle Ihnen die beiden Herren vor, Bernd Braun und Ralf Jammerzheim. Bernd, grüß dich. So, die Bodybuilder melden sich bereits. Kommen wir hier ran. Folgende Erklärung. Also jeder, der bei der Bundeswehr war oder der sich sonst mit den Dingen der Physik beschäftigt, weiß, dass es nichts Gefährlicheres gibt, als wenn viele Soldaten, es können auch Pfadfinder sein oder was weiß ich, im Gleichschritt über eine Brücke marschieren. Es ist schon passiert, dass eine Eisenbahnbrücke eingestürzt ist, weil nur eine Division von 110 Leuten, glaube ich, darüber marschiert ist. Das heißt, der Gleichschritt bringt Brücken in Schwingungen. Das heißt, dass die Belastung für euch sehr, sehr viel größer ist, als wenn da nur 50 Mann drüber latschen, was mir allerdings schon reichen würde. Das heißt, dass wir also jetzt hier die beiden Herren präsentieren, dass ihr euch bitte bereits in Formation hier mal hinlegt und dass wir jetzt hier unten bitte einmal kurz hinzeigen. Jetzt werden sie, wenn sie die Brücke hochheben, natürlich diese beiden roten Enden vom Boden entfernen. Und die dürfen den nicht mehr berühren, bis die Wette um ist. Also, wenn die Ellenbogen weich wären und die beiden roten Zapfen hier auf dem Boden aufkommen, ist die Sache erledigt und die Wette verloren. So, jetzt kommen die Männer, die im Gleichschritt Mann für Mann über diese Brücke marschieren werden. The first Royal Scots, please. Alles klar, es kommen also 50 Schotten trockenen Fußes über dieses Bächlein. Ihr bitte seid auch nicht abgelenkt, weil ihr die Chance habt, zum ersten Mal zu gucken, was da wirklich unter dem Rock ist. Aber bitte. Meine Herren, sind Sie soweit? Gut. Zwei Männer. Eine kleine Probe. So, ist recht. Liegt ihr gut? Okay. Alles klar, dann sage ich, here we go, und Marsch und Top, die Wette gilt. Und. Und.
präsentiere Ihnen Dominic O'Brien. Dominic, guten Abend. Bitte schön. Okay. Passen Sie jetzt gut auf. Das ist nicht nur etwas für Kartenspieler, sondern für alle, die also immer Gedächtnislücken haben. Für Sie wird es unvorstellbar sein. Für mich ist es auch nicht begreifbar. Er ist Engländer und bekommt alles, was ich jetzt sage, natürlich übersetzt. Er hat 6 Kartenspiele vor sich liegen, die von uns sind, die in keiner Weise präpariert sind. Ich darf auch die Esther freundlicherweise jetzt mal zu uns bitten, damit sie das tut, was man mit Kartenspielen normalerweise macht, nämlich mischen. Einfach einen beliebigen Stapel nehmen, ich auch. Ich habe so die Mischmethode Schwarzer Peter hier, Achtung. Ja, du machst das auch ganz geschickt, ja. Was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Machen wir noch gemein, jetzt legst du deins hier und ich leg meins dahin. So, was jetzt passieren wird, Dankeschön, ist Folgendes. Dominik wird sich den ersten Stapel nehmen und wird sich die Karten angucken. Er wird uns dann diese Karten abgeben, den zweiten, dritten und vierten Stapel angucken. Wenn ich ihn nach ungefähr einer halben Stunde fragen werde, was ist die dritte Karte im fünften Stapel, wird er mir sagen, es ist diese. Pik 9. Glauben Sie es? Er wird es versuchen und wird noch andere überraschende Antworten geben. Nun muss man ja den Mut, sich hier hinzusetzen, erst mal haben. Wann hast du denn gemerkt, dass du das kannst? Also hast du irgendwann Karten gespielt und das nicht mehr vergessen können? Oder wie läuft denn sowas? Vor 2 Jahren habe ich gesehen, wie jemand ein Kartenspiel sich eingeprägt hat. Varieté. Und dann habe ich geübt jeden Tag, 2-3 Stunden, ein Vierteljahr lang. Und dann habe ich es besser gekonnt als er. In 1,5 Minuten hatte ich ihn hinter mir. Gut. Glauben Sie, sind Sie im Saale erstmal der Meinung, dass das möglich ist? Nee, ne? Also ich halte es für unmöglich, dass ein Mensch sich in kürzester Zeit 312 Karten einprägt. Wir werden es sehen, werden dann natürlich auch eine Wettpartin finden. Jetzt lassen wir eben die Zeit. Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass uns hier nachher runterfallen. Wir müssen natürlich in der Reihenfolge entgegennehmen, in der sie sich gemerkt hat. Aber da haben wir eine ruhige Hand. So, Dominik, die ersten 2, 3 bleiben wir bei dir. Und dann verlassen wir ihn. So, Zeit läuft. Halten sich die ersten 3 zu Hause mit. Da wird schon, bei der 4. wird schon schwierig. Ich darf ihn bitten, die Brille aufzusetzen. So, wenn wir Ihnen ein bisschen helfen. So, also, er sieht nichts mehr. Er hat also nur ein bisschen Wind. Und jetzt öffnen wir den Vorhang. Now we open the curtain. So. Schauen Sie mal, jetzt muss ich Sie mit einem Problem vertraut machen, das ich auch habe. Ich bin nämlich kein großer Kartenspieler. Ich tue mir also schon hart, die Sachen in Deutsch zu erkennen, geschweige denn in Englisch. Das heißt, wir machen einen ganz kurzen Einstiegslehrgang, wie diese Karten in Englisch heißen, weil er kann es ja nur so. Das kann man ja einsehen. So, also, Kreuz, dieses zum Beispiel, heißt auf Englisch Club. Dann heißt zum Beispiel also Kreuzzug, a Club Train. Also man kann das... So, also gut. Das merken wir uns. Kreuz. So, jawohl. Gut. Dieses Kreuz, merken wir uns. Helfen Sie mir nachher. Dieses ist also, hier hat so die Form eines Schäufelchens. It's a spade. Bei uns ein Pickel. Das wird, na Quatsch. Also, Pik. Pik ist in Englisch spade. Das kennen wir auch alle. Herz, also Heart. Und das ist also hier pulverlöslicher, koffeinfreier Kaffee, heißt in Englisch Diamond. So, jetzt aber geht es los. Ich stelle ihm mehrere Fragen. Diese Fragen wird er richtig beantworten. 5 an der Zahl. Es geht los. You feel fine? You are concentrated. So, top. Die Wette gilt. Dominic. Frage Nummer 1. Welche Karte liegt im dritten Spiel, also willkürlich jetzt, auf der 42. Position? What card from the third game is on position 42? From the third, did you say? Third card game, position... It's the 8 of hearts. 8 of hearts, that's right, correct. Hearts, ah. Andersrum gefragt, auf welcher Position
liegt im fünften Spiel das Herz Ass. Tell me the position of the Ace of Hearts from the fifth game. Okay, it is sixteen. Richtig. Position 16. Im vierten Spiel sehe ich einen Herzkönig und als übernächste Karte einen, das ist ein Bube, heißt es, oder? Jack, ja. Einen Herz, also Jack of Hearts heißt der in Englisch. There is, in the fourth game, is a King of Hearts and a Jack of Hearts. What's between? It's a Queen of Hearts. Queen of Hearts, richtig. Auch fast nicht vorstellbar. Er behauptet, er könnte auch jede Reihe in dieser Richtung sagen. So, nach welcher fragen wir ihn? Und dann gehen wir mal in diese Richtung. Please, tell me the cards from the first to the sixth game down. 42 down. Number one is the Queen of Spades. Right. Correct. Number two is the Two of Diamonds. Correct. Number three is the Eight of Hearts. Right. Okay. Number four is the Two of Spades. Verbessern, you can correct. I can correct. Okay. Two is correct. Is the Two of Hearts. Right, correct. Okay. Number five is the Queen of Spades. Correct. Number six is the Ten of Spades. Yeah. So. Letzte Frage, um das unglaublich also voll zu machen. Er behauptet auch, dass er eine Reihe, eine beliebige Reihe korrekt aufsagen könnte. Das heißt, alle Karten eines Spieles. Liza, welche Reihe zwischen 1 und 6 möchten Sie sehen? The fourth row. Fourth row. Please. Vierte Reihe. Okay. Please, Dominic. Row number four. Okay. It starts with the Ace of Hearts. Richtig. Two of Clubs. Three of Diamonds. Correct so far? Correct. Five of Spades. Correct. King of Clubs. Correct. Queen of Clubs. Correct. Jack of Clubs. Correct. Ace of Diamonds. Correct. Three of Clubs. Correct. King of Hearts. Correct. Queen of Hearts. Right. Jack of Hearts. Right. Six of Diamonds. Right. Eight of Hearts. Right. Three of Hearts. Right. Nine of Hearts. Yeah. Ten of Hearts. Yeah. Five of Diamonds. Yeah. Seven of Clubs. Yeah. Ten of Diamonds. Yeah. Jack of Diamonds. Yeah. Four of Diamonds. Yeah. Correct so far? Yeah, ten correct. Of Clubs. Yes, correct. Seven of Hearts. Correct. Eight of Spades. Correct. Three of Spades. Correct. Six of Hearts. Correct. Ten of Spades. Yes. Nine of Diamonds. Yes. Seven of Spades. Yes. Four of Clubs. Yes. Eight of Clubs. Five of Hearts. Well, yeah. Correct? Yes, correct. Five of Clubs. Yeah.
Four of hearts. Yeah. Six of clubs. Yes. Nine of spades. Yeah. Queen of diamonds. Yeah. Nine of clubs. Yeah. Eight of diamonds. Yeah. Six of spades. Yeah. Two of hearts. Yeah. Four of spades. Yes. King of diamonds. Yes. Two of spades. Yeah. Two of diamonds. Yes. Ace of clubs. Yeah. Seven of diamonds. Yeah. Jack of spades. Yes. Queen of spades. Yes. King of spades. Yes. Ace of spades. Correct. That's it. Okay. Dominic O'Brien, congratulations. Wer hat gewonnen? Wetten, dass Johanna Hansen und Lars Struve alle 314 Folgen der Fernsehserie Lindenstraße an den letzten 5 Sekunden erkennen können. Wir werden Post bekommen, warten auf unseren Briefträger in der Lindenstraße. So, das war einer der Fälle, wo die Post zur richtigen Zeit gekommen ist. Wir werden hier hinten und vorne 340 Kassetten mit jeweils einer Folge der Lindenstraße finden. So viel war das. Bitte jetzt 8 Kassetten auswählen, auch vorne ein paar, weil die hinten nicht reingegangen sind. Vielleicht 2 vorne. So, also 8 Kassetten brauchen wir, 7 werden nachher in alle Richtungen. So. So. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dankeschön. Hier sind meine beiden Kandidaten. Hier sind Lars und Johanna. Herzlich willkommen. Gut. Wie seid ihr überhaupt auf diese Wette gekommen? Man muss ja in der Tat alles wissen, was da passiert ist. Und das ist hart. Ja, wir sind auf die Wette gekommen. Im Mai, Juni dieses Jahres hatten wir ein großes Lindenstraßenfestival in Husum mit allen Schauspielern, also fast allen. Oh. Und da lief auch in den Husumer Kinos lief der ganze Marathon, fast 2 Wochen lang. Naja, und da haben wir fast alle erst gesehen. Also ja. Einer von unserem Fanclub saß immer da. Ja. Und dann haben wir mal mitgeschrieben. Und irgendwann damit haben wir uns gedacht, damit müssen wir was machen. Ja. Naja, und dann ist mir da so eingefallen, da könnten wir doch mit zu Wetten, das gehen. Was machst du normalerweise? Also ich gehe noch zur Schule. Gehst zur Schule? Mhm. Was machst du, Lars? Ich bin ein Diakon, ein sogenannter. Was heißt du, sogenannter? Ein sogenannter? Katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Evangelischer Diakon? Ja. Hm? Bist also in der karitativen Richtig. Jugendarbeit, all diesen Sachen tätig? Ganz genau, das ist es ja. Was wirst du dann mal Pastor, also beziehungsweise Priester, Pfarrer? Nee, Pfarrer ist evangelisch. Eigentlich mache ich Jugendarbeit in der Kirche, ich mache also Programm für Kinder und Jugendliche, ich bin so ein bisschen der Thomas Gottschalk für die Armen, so, ne? Na, aber ich bitte dich, dass du... Ich bitte euch hier, eure Position einzunehmen. Es gilt 7 aus 8, also einen Fehler habt ihr. Ich darf noch einmal, also das sind alles Kassetten, die sich äußerlich und inhaltlich schon in nichts unterscheiden. Also die beiden hätten keine Hilfe, wenn ich ihnen das zeige. Die Lösung ist jeweils auf der Kassette mit drauf. Wir wissen selber nicht die richtige Lösung. Wir müssen uns also überraschen lassen. So, also ich sage, top, die Wette gilt. Und es geht, was schön gemacht, gell, mit dem Briefkasten. Es geht los. Fernweihnachten erfunden. Das ist Folge Nummer 56, heißt Fest der Liebe, lief am 28.12.1986. Na, da sind wir mal gespannt. Hier kommt die Lösung. Also bei den beiden warte ich irgendwie drauf, dass sie sagen, Edge. Aber wir haben das 100-mal geklärt. Sie haben also weder irgendwelche geheimen Anlagen im Pullover noch sonst irgendwas. Sie wissen es wirklich. Ich soll Christina wecken. Sofort. Gut. Nein, das sind 886er. Sag nochmal die Nummer, ich hab's nicht verstanden. Das ist erstmal Folge 128. 15.05. 1988. 1988 und heißt? Demonstration. Demonstration. Richtig. Ui.
Wenn wir uns das so nachgefragt. Hier Kassette Nummer 3. 314 Folgen hat es gegeben. Sie können sie alle. Vera. Lassen Sie mich doch überlegen. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist denn mit dem Brief? Der ist Brief. Jetzt sage ich's. Ja. Okay. Ja. Das ist Folge 133, Explosion. Lief am 19.06.1988. Ich kann nur sagen, lass uns mal gucken. Explosion, Folge 133, 1986. Dass solche winzigen Stückchen, also jeweils die letzten 5 Sekunden vor dem Standbild. Jetzt bin ich Gott sei Dank wieder ganz normal. Ja, das ist bis mir. Das ist Folge 51. 3 Ohrfeigen lief am 23.11.1986. Das ist 6 Jahre her. Na, 5. Das ist Wahnsinn. Ohrfeige. 3 Ohrfeigen. Vier haben wir. Noch 3. Der Junge war auf der Stelle tot. 53, der Tod und die Haselbärchen von 16.11.1986. Ja, sag doch. Ich darf. If Folge 50, der Tod und die Haselbärchen, lief am 16.11.1986. Der Tod und was? Der Tod und die Haselbärchen. Die Haselbärchen, aha. Also ich hab die nicht gemacht, die Texte. Ist auch noch schwer zu merken. Der Tod und die Haselbärchen. Die 6. Ich sag noch einmal, es gibt also keinerlei Hinweise, die Ihnen helfen könnten. Weil ich dich immer noch sehr liebe. Also, bevor das hier eskaliert, ich möchte noch was sagen. Wir haben natürlich ja ein System gelernt. Das System geht folgendermaßen: Johanna kann alle und ich kann keine. Ach so. Ich sag ihm jetzt aber ein bisschen vor, damit er auch was sagt. Das ist eine gute Idee. Das ist Folge 21, der Vater. Folge 21, der Vater? 27.04.1986. Am 27.04. 86. Wie ein Beichtgespräch hier, der junge Diakon. Der Vater, Folge 21. Und die letzte. Die letzte, wenn ihr die habt, dann braucht ihr die Zusatzkassette überhaupt nicht hier anzufordern. Wei, oh wei. Jetzt darfst du wieder. Er hat genug geleistet, ja, glaube ja. Ich. Ist in Ordnung. Oh, ich komme ganz kurz raus, glaube ich. Fevgotjago, Masito. Das ist Folge 163, Familienplanung. Und lief. Jetzt hängt die Hose. Oh Mann. Hey, nee. Moment. Doch, das war der 15.01.89, sage ich. Genehmigt, ja, Johanna? Doch. Gut, okay. Wenn er das sagt, dann stimmt das schon. Aber ja. Vergleichen. Familienplanung heute. Jawohl. Wir haben nämlich die heißesten Polizisten aus Berlin da. Es sind 83 Mann. Und die wollen, unter Leitung von Georg Franke, das ist der Sheriff, auf 9 Motorrädern eine Pyramide bilden und in dieser Formation, 83 Mann auf 9 Motorrädern, mehr als 100 Meter weit fahren. Zeit für alles,
4 Minuten, das Ganze wäre der Weltrekord. Es gibt einen Guinness-Buch der Rekorde, das waren Inder. Aber die sind ja auf Inder-Motorrädern gefahren, also das sind so wie Kindermotorräder, ein bisschen größer. Und bei uns sind es natürlich richtig ausgewachsene Berliner Polizisten, 83 an der Zahl, auf 9 Motorrädern. Ich hoffe, es hat aufgehört zu regnen. Da sieht man sie jetzt. Georg, Franke? Ja, hier. Ja, hier. Ach, super, meldet sich der Berliner Polizei. Georg, du bist der einzige Polizist, den ich duze. Und du duzt mich. Sag mal, auf dieser weißen Linie fahrt ihr entlang? Ja, das ist für mich die Richtlinie hier. Ja, dann, sie ist ein bisschen eierig, aber ich hoffe, das macht nichts. Nein, das kriegen wir hin. Ich darf Sie bitten, die Motorräder auf Position zu bringen. Und wenn die auf Position stehen, dann kommt mein Kommando. Fertig! Oh ja, jetzt rauschen die Zündermotoren auf. Wir sehen, Sie haben da hinten eine kleine Leiter. So, und jetzt 4 Minuten Zeit für 100 Meter. Macht der Moment der Zeit keine Gedanken. Hauptsache, ihr besteht die 400 Meter, die 100 Meter. Top! Die Wette gilt. So, aufbauen. Sie können gerne, ja. Polizist auf Polizist. Okay.